Herzlich willkommen zum dritten Teil der GRE Abwurfcodes und wie versprochen gibt es jetzt einen weiteren Code, welcher euch drei weitere Laufzettel bzw. Dockets bringt. Zuallererst geht hier auf die Seite www.dockets.dyinglightgame.com. Sobald ihr diese Seite geöffnet habt, klickt ihr in der Mitte auf Get Your Weapons. In dem Fenster, welches sich jetzt öffnet, müsst ihr entweder einen neuen Account registrieren auf der linken Seite oder euch in einen bestehenden Account einloggen. Nachdem ihr erfolgreich angemeldet oder eingeloggt seid, klickt ihr in dem Menü, welches sich öffnet, auf Link Platforms. Als nächstes verbindet ihr eure Konsole oder euren Computer-Account mit dieser Website. Dazu einfach auf Link klicken und in den jeweiligen Account einloggen. Sobald ihr euren Account verbunden habt, klickt ihr oben auf Redeem Codes und könnt in dem großen Feld in der Mitte euren Redeem Code eintragen. Danach bestätigt ihr das Ganze, indem ihr auf Redeem klickt und sollte danach auch unterhalb dieser Codezeile den Code als aktiviert angezeigt bekommen. Um den Gegenstand bzw. das Docket im Spiel einzulösen, müsst ihr nur zum nächsten Quartiermeister gehen und dort seht ihr auch schon ganz oben den Laufzettel. Sobald ihr diesen anklickt, erhaltet ihr eine zufällige Waffe. Wichtig ist, dass dieser Laufzettel erst angezeigt wird, nachdem ihr euch neu im Spiel angemeldet habt. Dazu einfach einmal das Spiel beenden, ins Hauptmenü zurückgehen und wieder neu starten. So, wie versprochen ist jetzt hier der Code. In diesem Falle lautet er Astro. Ich hoffe, das hat euch wieder ein wenig weitergeholfen. Bis zum nächsten Video, euer Heiko. Tschüss.